für uns beide sehr risky, ja, aber ja, gute Intuition. Mann steht da und wartet und nimmt dich in die Arme. Ich habe gedacht, wie erkläre ich das ihren Eltern, dass sie jetzt entführt worden ist? Ich habe sie auf der Marie-Hilfer-Straße angesprochen. Da haben wir 30 Sekunden miteinander geredet. Dann war ich 7 Monate in Australien. Wir haben trotzdem miteinander geschrieben und sind in Kontakt geblieben. Und dann habe ich zum Spaß gesagt, lass uns doch 3 Wochen in Thailand treffen. Und dann ist sie tatsächlich nach Thailand geflogen. Und in den 3 Wochen haben wir uns dann verliebt und sind zusammengekommen. Und wir kannten uns aber nur 30 Sekunden im echten Leben. Das ist wahr, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Habe ich ein Foto in einem Geschäft gesehen. Früher haben die Fotografen immer so Auslagen gemacht. Ne? Dann haben sie immer so Fotos in die Auslage gestellt. Und das war eines davon, meine Frau. Und ich sehe diese Frau und sage zu meinem Freund, diese Frau gefällt mir, die werde ich eines Tages heiraten. Also ich bin nach Bangkok geflogen, ohne ihn zu kennen. Ja, und ich habe sie nach Bangkok eingeladen, ohne sie zu kennen. Und hätte sie vielleicht auch 3 Wochen am Hals gehabt und hätte gedacht, oh mein Gott. Wie es der Zufall wollte, hat sie im selben Beruf gearbeitet und ist zufälligerweise auf ein Passagierschiff eingestiegen, auf das ich auch eingestiegen bin. Und dort habe ich sie dann kennengelernt. Also das war für mich das Verrückteste, was mir passiert war. Das war in einer Bar, in unserer jetzigen Lieblingsbar, direkt unter unserer Wohnung. Und ich hatte an dem Tag die Wohnungsbesichtigung von genau dieser Wohnung. Wir haben uns das erste Mal in Bangkok gesehen und ich habe in der Hotellobby auf sie gewartet, habe dann 3,5 Stunden nichts mehr von ihr gehört und habe schon gedacht, sie wurde entführt am Weg zum Flughafen, zum Hotel. Ich habe gedacht, wie erkläre ich das ihren Eltern, dass sie jetzt entführt worden ist. Und wir haben uns um 17 Uhr schon getroffen, weil ich war noch halb krank. Und dann haben wir 7 Stunden lang Tee getrunken und gequatscht. Und sind auf dem Sofa gesessen, hinten in dieser Bar, weil es gibt da so ein kleines Wohnzimmer. Ja, und genau darüber, 2 Stockwerke drüber, ist jetzt unser Sofa. Ja. Jetzt sitzen wir auch auf einem Sofa. Full circle moment. Auch am Schiff, wie wir uns kennengelernt haben, da ist man wie auf der Titanic vorkommen. Da bist du dann am Bug vorne und stehst wie... Ha. Das ist super, wirklich super Feeling. Und dann der Mann steht da und wartet und nimmt dich in die Arme. Sie war in einem Uber, der kreuz und quer durch Bangkok gefahren ist und das Hotel nicht gefunden hat. Und ja, da gab es Kommunikationsschwierigkeiten. Und deshalb hat sich das dann sehr verzögert. Und dann auf einmal stand sie irgendwann da und da haben wir uns das erste Mal so richtig mehr als 2 Sätze miteinander geredet. Das Lieben ist schön. Bipa,